Okay. Da geht's wieder nach oben. Ah, hier war das, genau, hier war das Teil, was so drüber lag. Wo wir, glaube ich, ist das nicht hier, wo wir gestorben sind? Aber ich meine, hier hatten wir, glaube ich, auch alles abgesucht. Ich kann nochmal vorsichtshalber nochmal gucken gehen, aber ich meine, wir hatten hier alles durch. Das ist der Bohrarm, den haben wir schon. Und hier drin waren wir, glaube ich, auch, ne? Ach, die Türen sind schon weiter zu. Spawnen die Türen neu? Nach dem Laden? Ich glaube, die Türen spawnen neu. Ja, hier ist das, wo wir gestorben sind. Aber ich glaube nicht, dass hier was neu gespawnt ist, oder? Nee, was Neues ist hier nicht gespawnt, aber wir können hier mal aufschneiden. Wo wir da hinkommen, würde mich mal interessieren. Boah, schneid schneller. Ich will hier nicht wieder drauf gehen. Das wird eine ganz knappe Sache, glaube ich. Oh, mach schneller. Ich düse dann direkt erstmal raus. Okay, geht's noch rein. Jetzt muss ich aber erstmal ganz schnell raus hier. Okay, also haben wir da doch noch nicht alles. Also haben wir da doch noch nicht alles. Okay, krass. Da geht's doch noch weiter. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, da geht's nach draußen. Ja, dann. Das ist mega praktisch, das Teil. So, erstmal gucken, scannen. Lass mich da rein. Das haben wir noch nicht. Anscheinend haben wir es doch. Krebsfragment. Haben wir noch nicht. Wahrscheinlich kriegen wir den Krebs schneller zusammen, als uns lieb ist. 20 Teile? Was zur Hölle? Modell 3. Wie viele Modelle gibt es denn davon? Na, Ladestation. Das haben wir doch. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Oh, da geht's noch weiter. Oh, fuck. Da geht's immer noch weiter. Holy shit. Das sah aber aus wie so ein Roboteranzug, den wir tragen können oder so, ne? Warte mal, ich fahre mal ein bisschen nach hier. Da brauchen wir nicht mehr so weit düsen. Erstmal reparieren. Mit der 5, ne? Ne, 4. So, ich repariere mal eben. Dann nochmal Sauerstoff auftanken und dann düsen wir ganz schnell rein. Weil da scheint es ja doch noch weiter zu gehen. Wie riesig das einfach hier ist. So, dann einmal hier hoch, um die Ecke dort rein. Und dann einmal hier bitte zur Tür mit der 5. Und los geht's. Ich will nicht schon wieder sterben hier. Ich würde vielleicht vorsichtshalber mal speichern. Das wäre mal eine gute Idee. Oder? Ich würde vielleicht mal speichern. Vielleicht ganz gut. Ah, hier waren wir schon. Okay, ach, das ist die Tür. Alles klar. Gut. Alles klar. Alles klärchen. Okay, jetzt kommen wir wieder nach draußen. Alles klar, dann haben wir hier wirklich alles jetzt. Super, sehr schön. Gut. Dann lass mal zurück. Und gucken, was wir sonst noch finden. Also die geschweißten Türen, also die wir aufschweißen können, sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Weil da kann ja doch noch immer noch was drin liegen. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Ich habe es echt gedacht, ach, da geht's da draußen bei dieser Tür. Und nicht weiter. So. Frag mich, ob auf den Inseln ja auch was ist. Vor allem, wo führen die hin? Was leuchtet denn da hinten so?
Ist das eine gute Idee? Die Musik wird so komisch. Entschuldigung. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Uff, wir sollten vielleicht doch wieder in die andere Richtung. Wo ist denn... Das ist mir, glaube ich, sicherer. Da scheint es ja noch viel, viel weiter zu gehen. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. So. Lass mal gucken, dass wir hier erstmal wieder Land sehen. Warum läuft mir denn jetzt die Nase? Unglaublich. Es kitzelt in der Nase. Oh nein, doch nicht. Es kam nicht. So, da ist wieder ein bisschen Land. Land in Sicht, ihr Landratten. Habt ihr die Skull and Bones Pressekonferenz gesehen? Habt ihr euch das angeguckt? Ich habe das Spiel ja seit 2017 mit ihrem Verfolgen, wo es angekündigt worden ist. Und dieses ewige Rauf und... Ist es das, was ich denke? Oder ist es was anderes? Was? Nein, ist es das, was ich denke, oder? Hier fehlt doch irgendwas, oder? Hier fehlen Texturen. Oder? Ja, hier waren wir schon. Pressekonferenz. Ja, da fehlen Texturen, glaube ich. Ja, jetzt lädt's. Voll geil. Also ich bin echt gespannt mal auf das Game. Und, nach der langen Wartezeit jetzt, mal gucken, was Ubisoft da wirklich rauszaubert, weil es sah schon sehr, sehr interessant aus. Das Einzige, was mich so ein bisschen enttäuscht hat, auch, dass man nicht sehen konnte so richtig, was man halt an Land machen kann. Ob das einfach nur Zwischensequenzen sind oder ob man da wirklich auch an Land gehen kann, um halt so, ja, Sachen zu machen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, so Beute zu... Ist doch gut, beruhig dich, Dickerchen. Ich ruder doch hier noch mit meinen Seemöttchen. Jetzt lass mich doch mal. Muss mir doch nicht ins Öhrchen reinatmen und schreien. Mein Gott. Lass mich doch. Also immer dieser Leviathan. So, ich weiß gar nicht, ob wir hier schon waren. Das sieht alles so fremdartig aus. Ich habe jetzt noch ein bisschen immer die Angst, dass wir tatsächlich, im Kreis rudern und gar nicht so was Neues finden. Das sieht aus, als wären wir hier noch nicht gewesen. Das kenne ich nicht. Das sieht mega interessant aus. Das sollten wir auf jeden Fall begutachten. Ich werde erstmal was trinken. Ah, scheiß Titan, braucht kein Mensch. Erstmal trinken, aussteigen und Titan wegschmeißen. Kein Mensch. Komm, was ich hab, hab ich. Egal. Oh, meine Nase. Ja, ist doch gut. Beruhig dich. Was für ein Fragment? Scannraumfragment. Ja, schön. Scannraumfragment. Ganz toll. Ja, wie sie sehen sie nichts. Und weil sie nichts sehen sie morgen. So. Das ist ja wenigstens nicht so tief hier. Aber vielleicht werden wir ja doch fündig. Schauen wir mal. Das ist ein Beetkasten hier oder so. Lichtstabfragment. Haben wir, glaube ich, schon, ne? Oder? Nein, haben wir noch nicht. Lichtstab. Licht ist doch unendlich. Wieso ist ein Stab nur 2 Meter lang? So. Laserschwert. Laser ist doch Licht. Und Licht ist doch unendlich. Ja. Man kennt's. Okay. Mal gucken, was wir hier noch finden.
Weiß gar nicht, ob wir hier schon waren. Das sieht alles so aus, als wären wir hier noch nie gewesen. Ich hoffe, man kommt da irgendwo rein. Oh. Warning. Maximum depth reached. Ja. Damage imminent. Oha, das... 200 Meters. Jo. Oxygen efficiency greatly decreased. Was, das kann man nicht scannen? Sonst ist ja auch nichts. Da ist auch nichts mehr. Das, nein. Da vielleicht Scanraum, ne? Ja, Scanraum haben wir schon. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo reinkommen. Da ist was. Eine Wasserflasche. Ja, Ehre. Wenn wir Durst haben, da kommt man rein. Geil. Nice. Guck mich trotzdem nochmal um. Okay, alles klar. Da werden wir gleich reindüsen. Ich positioniere mal unser Schiffchen dahin. So, warte. So, verlassen. Und jetzt einmal mit der 2. Und dann einmal den Scanner in der Hand nehmen, in die Flosse nehmen. Was steht da? Stage-Gewehr-Fragment. Stages-Gewehr? Ach, krass. Sonst noch irgendwas Interessantes hier? Da ist nichts drin. Hier auch nicht. Das war's schon. Schon vor allen Dingen. Hier komme ich... Oh nein, ich hänge. Oh Gott. Oh, hier ist eine Tür. Okay, alles klar. Die habe ich nicht gesehen. 33 Energie haben wir noch bei Dings, bei der Seemotte. Hä, was konnte ich hier scannen? Was ist das denn? Modifizierungsstation-Fragment. Ja, Mann! Ja! Da wäre ich doch beinahe vorbeigeflogen. Trotzdem will ich aber wissen, was hier drin ist. Ja, geil, wir haben die Modifizierungsstation. Nice, jetzt wird's gut. Jetzt wird's immer besser. So. Müssen wir jetzt hier... Warte mal, hä, wo habe ich denn jetzt die Tür aufgemacht? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Hier, oh, hier können wir schweißen. Wasser. Okay. Will mich hier nicht verirren. So, nochmal auftanken. Und dann schweißen wir die Tür da offen. Da gucken wir mal. So. Cool, wir haben das Fragment. Geil. Das kann ja, das wird ja immer noch besser. Jetzt können wir wahrscheinlich dann auch die Upgrades bauen, also denke ich mal. So, was haben wir denn hier alles? Modifizierungsstation-Fragment haben wir schon, brauche ich nicht. Modifizierungsstation-Fragment. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Versorgungskiste. Zyklopensonar. Krass. Nahrung. Oh, wir sollten raus, ne? Oh, wir sollten ganz schnell raus. 41 nur noch an Sauerstoff. Einmal will ich noch gucken gehen. Mit dem Teil hier. Dem Düsenjäger hier. Ich glaube, wir haben soweit, glaube ich, alles. Modifizierungsstation-Fragment. Und da ist noch eine Tür, die aber zu ist. Ich glaube, wir haben soweit alles. Wir hätten hier zweimal Modifizierungsstationsfragment. Was ist das hier unten? Warte mal, was ist das? Gewehrfragment. Oh, warte. Nice. Die Tür kriegen wir nicht offen. Alles klar, also... Let's go, raus. Raus aus der tödlichen Falle. Ja, Mann. So, jetzt geht's nach Hause. Ja, Mann. Jetzt ab nach Hause. Kann's kaum erwarten, nach Hause zu kommen und neue Sachen zu bauen. Oh, das wird so gut. Ich hoffe, ihr seid auch so gespannt. Wir können da zwischendurch trotzdem nochmal gucken, ob wir ein bisschen Rubin finden auf dem Weg nach Hause. Ah, Nase. Wieso läuft meine Nase hier zu?
Oh, da, oh, Diamant. Ich sehe Diamant. Holy shit. Das nehme ich mit. Oder auch nicht. Oder Gold. Oder Lithium. Aber wo findet man Rubin? Wahrscheinlich auch tiefer unter der Erde. Also ins tiefere Gewässer, schätze ich mal. Das war auch nur Glück, dass ich Rubin gefunden hatte beim letzten Mal, ne? Die dunklen Dinger sind doch, glaube ich, auch meistens... Das ist, glaube ich, Gold. Was ist das da? Was ist das denn da? Was ist das? Lithium. Ach, Lithium. Lithium. Was ist das hier? Hä? Das steckt einfach da in der Wand? Was ist das denn? What the fuck? Und wir brauchen noch diesen Dingsraum, ne? Jetzt geht's aber los. Jetzt ist aber hier Schlag auf Schlag. Aber wir können es wahrscheinlich nicht bauen, weil uns noch einige Sachen fehlen. Diamant, glaube ich, ne? Oder? War es Diamant? Ja, es war Diamant. Aha, Ehre. Ehre in den Ass. So, was haben wir denn da noch Schönes? Was ist das da? Das sieht aus, als könnte man das ausscannen. Tauchdockfragment. Ja. Schlag auf Schlag. Also jetzt haben wir ja wirklich alles, ne? Jetzt haben wir ja wirklich alles. Jetzt haben wir ja tatsächlich alles, was wir wollten. Jetzt brauchen wir nur noch nach Hause düsen und bauen. Rubin brauchen wir auf jeden Fall noch. Das ist definitiv eine Ressource, die wir noch brauchen. Und ich weiß, ich habe keine Ahnung, wo wir die finden. Alter, den Zyklop. Was für ein Riesenschiff das einfach ist. Holy shit. Das kann ja was werden. So. Trinken und essen wäre jetzt auch noch gleich ganz toll. Also langsam werden wir hungrig. Meine Nase kitzelt. Unglaublich. So. Da sind wir gleich schon da. Ja, guck mal an. Geil. So, jetzt erstmal gleich was essen. Oh yeah, mhm. Aha, yeah. Ja, Mann! Seemotte. So. Als allererstes erstmal essen und trinken, das ist wichtig. Hallo, kommst du mal her? Erstmal essen und trinken. Leckeren Fisch. Lecker. So. Persönliches. Oh, der neue Anzug. Synthetische Fasern und Diamant. Ein Gewehr. Krass. Und den Lichtstab. So, jetzt erstmal essen. Essen. Hier haben wir auch noch Nährstoffblöcke. Vielleicht können wir die auch irgendwann herstellen, die Nährstoffblöcke. Bin ich mal gespannt. Dann trinken. Trinken. So, dann sind wir fit, ne? So, dann... Oh, ich bin so gespannt. Jetzt wird's interessant. Da verlaube ich mich glatt. So, dann lass mal gucken. Ich würde gerne ein bisschen was auslagern. Diese Sachen hier, ne? Ich weiß nicht, wofür das ist. Nicht funktionsfähig. Kann man das irgendwo... Laborausrüstung. Ich habe keine Ahnung, wofür es ist. Ich habe
Ist mir auch egal. So, Lithium... Haben wir das schon irgendwo? Ja, ne? Das war, glaube ich, hier, ne? Lithium, Lithium, Lithium. Dann haben wir Gold. Gold ist hier. Da, da. Diamant haben wir auch sogar schon wieder. Ein zumindest. Nein. Ja. Und Titan. Und den wir wahrscheinlich wieder was brauchen werden demnächst. Weil es echt zu wenig ist. So, dann lass mal gucken. Also, was haben wir denn alles Schönes? 8 Baupläne. Da, die modifizierte Station. Ein Computerchip. Oh, nein. Woher sollen wir den denn kriegen? So, lebende Wand. An der Wand angebrachten Laub. Rein dekorativ. Aha. Ja, schön, 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 schön. Das können wir... Alter, das können wir bauen. Zweimal Titan machen. Einmal Schmierstoff, zweimal Blei. Zweimal Titanbarren. Dafür brauchen wir viermal... Okay, warte. 1, 2, 3, 4. Zweimal Titanbarren, einmal Schmierstoff und zweimal Blei, ne? Schmierstoff wird, glaube ich, mit Hüllenschwefel hergestellt, ne? Oder? Nee, aus diesen Pflanzen wird das gewonnen. Haben wir nicht mehr, ne? Einmal Schmierstoff, doch. Und, was war das noch? Warte. Zweimal Blei. Zweimal Blei und zweimal Titanbarren. Zweimal Blei. 1, 2. Und jetzt müssen wir einmal Titanbarren herstellen. Zehnmal. Ach, zehnmal. Uff. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zehnmal Titan für einen Barren. Das ist schon teuer. Das muss sich jetzt aber auch richtig lohnen. So, dann packen wir direkt mal das Ding ein zum Bauen. Und das packen wir uns mal eben hier unten. Hallo? Das packen wir uns mal hier unten hin. Auf die 5. Das können wir bestimmt nur draußen hinbauen, ne? Ja, die würde ich gerne bauen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das riesig. Jetzt die Frage, wo knüpfen wir das an? Kann ich... Wird echt eng gerade hier, ne? Wir sollten das echt ein bisschen weiter ausbauen. Ich höre mal ein bisschen Titan. Titan, Titan, sprach der Hahn. So. Nehmen wir mal alles mit. Müssen wir aufpassen, dass wir dann noch gleich für das Trockendock haben. Oh, was ist denn da? Oh, unsere Energie. Oh, wir müssen Pflanzen nachfüllen. Alles klar, ist doch gar kein Problem. Unsere Pflanzen im Aquarium werden ja auch so langsam fertig sein, ne? Kriegen wir da Samen raus? Lass mal gucken. Pflanze. Ah, die können wir abernten. Nice. Die können wir, glaube ich, abernten. Windgras auch. Müssen wir nur das Messer holen. Ich hole das mal eben. Alles gleichzeitig hier. Alter Schwede, hier ist wieder alles parallel und alles gleichzeitig. So, warte. Scannen brauchen wir gerade nicht. Boah, wenn die Fische mich... hallo? Wenn die Fische mich hiermit sehen, ne, dann rennen die auch direkt weg. Hallo? Schnitzelparade. Ist das jetzt unendlich, oder was? Ach so, lol. Ach krass. Das ist ja heftig. Das Gras kann ich auch hier. Was haben wir denn da? Da war er einfach mal weg. So, das Gras. Das Gras pflanzt sich da direkt wieder ein. So, die anderen beiden Sachen, die würde ich einmal in den Reaktor kloppen, damit wir wieder Strom haben hier. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier ausbauen alles weiter. Ob wir hier anknüpfen können.
So, so und so. Ach, das ist doch ein super Kreislauf. So, ich frage mich, kann ich hier... Nein, mit der 5. Den hier, geht das? Ja, das geht. Ja, nice. 19,3. Das Trockendock. Kann ich das hier anbauen? Schauen wir mal. So, haben wir da erweitert, ne? Ja, das geht. Aber der knüpft das nicht an, ne? Doch. Oh, lol. Was zur Hölle? Ich würde da mal rein drin parken, wenn nichts dagegen habt. Research indicates symptoms may be partly alleviated by adopting a pet or anthropomorphizing an inanimate object. What the fuck? Ich. Ja, okay. Okay, voll cool. Wird die jetzt auch aufgeladen oder was? Oder wie ist das? Wahrscheinlich, ne? Batterie laden, 32. 33. Ah, es wird geladen. Ach, krass, das wird geladen. Lol. Ja. Freunde. Das, muss sagen, das ist schon recht cool. Ja, das ist sehr, sehr nice. Das gefällt mir sehr gut. Also quasi eine Tankstelle eine Tankstelle für Dings. Für die Seemotte. Das ist geil. So. Cool. Können wir auch nach rechts ausbauen noch, ne? Können wir hier nach da noch? Ja, ne? Wenn wir Dings hätten. Wenn wir Titan hätten. Doch, haben wir. Geht das nicht? Wieso kann ich da nicht anbauen, hier an der Ecke? Haben wir da die Wand verstärkt? Okay. Gut, egal. Fabrikator. Können wir einen Chip können wir doch nicht bauen, oder? Oder können wir einen Chip bauen? Können wir einen... Doch, Computerchip. Tischkoralle, zweimal. Einmal Gold, einmal Kupfer. Einmal Kupferrolle. Einmal diese Tischkoralle. Die haben wir bei Organisch nicht drin. Nein, die haben wir hier. Und dann brauchen wir einmal... Nee, zweimal... Was war das noch? Zweimal... Ach, zweimal diese... Tischkoralle. Zweimal. Und einmal Gold noch. Okay. Zweimal. Und einmal Gold. Können wir alles bauen. Ist ja krass. So, jetzt den Fabrikator können wir gleich bauen. So, ein Chip. Jetzt die Frage, was brauchen wir sonst noch dafür? Ja, der Tisch ist großartig. Das ist natürlich der beste. Abfalleimer ist auch riesengroß. Modifizierungsstation. Jetzt brauchen wir noch Diamant und einmal Blei. Einmal Blei. Und... Nein. Einmal Diamant. Und schon kann's losgehen. Ja. So, ich weiß noch nicht genau, wo wir den hinbauen. Ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und ja, da bin ich ein bisschen gemein. Da mache ich jetzt einen Cliffhanger. Ja. Dann sehen wir uns in der weiteren Folge wieder bei Subnautica. Dann schaltet ihr wieder ein, denn bleibt spannend. Und dann bauen wir das Modifizierungsmodul. Ich würde mich auf euch freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Bis dann. Ciao.